Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie sommerliches Geflügel. Wir machen in der Tat wirklich ein Sommergericht und zwar so eine Art Zitronen-Basilikum-Hähnchen mariniert mit Tomatenreis und Paprika. Und wie das geht, das verrate ich euch jetzt. Als erstes kümmern wir uns um die Marinade für unser Hähnchen oder Hühnchenbrustfilet, das ich hier schon in Streifen geschnitten habe. Das waren 500 Gramm. Die Marinade ist eigentlich sehr einfach. Wir nehmen eine halbierte Zwiebel, eine Knoblauchzehe und einen halben Bund Basilikum, den ich natürlich abgezupft habe, ganz klar. Insgesamt braucht ihr einen gesamten Bund Basilikum. Die andere Hälfte könnt ihr schon mal grob hacken. Das Ganze wird jetzt 3 Sekunden auf Stufe 8 in unserem Kessel zerkleinert. Und weil erfahrungsgemäß sehr viel oben hängen bleibt, schieben wir das Ganze jetzt mit dem Spatel nach unten und machen das Ganze nochmal 3 Sekunden auf Stufe 8. Wir geben einen Teelöffel abgeriebener Zitronenschale dazu. Da müsst ihr darauf achten, dass ihr Zitronen nehmt, bei denen man die Schale mitessen kann. Gibt es extra ungespritzte. Olivenöl kommt natürlich auch rein, 10 Gramm. Ein Teelöffel Salz kommt hinzu, ein wenig Pfeffer sowie ein Teelöffel Paprikapulver. Und zwar nehme ich da edelsüß. Das Ganze wird jetzt wieder 3 Sekunden Stufe 8 miteinander vermischt. Und wenn ihr sehen solltet, dass es noch nicht ganz so homogen ist, wie es sein sollte, wieder nach unten schieben und den Vorgang wiederholen. Diese Kräutermischung, Gewürzmischung, Marinade kommt jetzt zu unseren Hähnchenbruststreifen und das Ganze wird jetzt miteinander vermischt. Das mache ich jetzt mit den Händen, denn im Anschluss daran legen wir das Ganze auf den Varoma Einlegeboden. Den habe ich jetzt mit Backpapier schon ausgelegt bzw. extra schon mit so einem Zuschnitt. Wenn ihr die nicht habt, könnt ihr euch das Backpapier entsprechend zuschneiden. Ihr müsst halt darauf achten, dass an der Seite die Schlitze frei sind. Das ist halt der Vorteil, der einzige Vorteil bei diesen Zuschnitten. Da braucht man das nicht mehr. Das lege ich jetzt einfach hier oben rein. Als nächstes kommen in unseren Gareinsatz 150 Gramm Reis. Die habe ich jetzt hier schon mal abgewogen. Der kommt ebenfalls in den Topf. Der Deckel oben drauf. Und das Ganze wird jetzt 20 Minuten in der Varoma-Stufe gekocht, damit unser Reis schön durch ist. Weiter geht's mit unserem Sommerhähnchen. Wir nehmen jetzt den Messbecher ab, denn gleich wird der Varoma aufgesetzt. Allerdings kommen da vorher noch eine in mundgerechte Stücke geschnittene gelbe Paprika sowie eine in mundgerechte Stücke geschnittene rote Paprika. 2 Zwiebeln habe ich geachtelt. Das Ganze vermischen wir jetzt etwas und es wird leicht gesalzen. Der Einlegeboden kommt ebenfalls drauf. Das Ganze auf den Topf. Deckel drauf. Und weitere 15 Minuten in der Varoma-Stufe 1. Wir kommen jetzt zur Soße für unser Sommerhähnchen. Den Varoma nehmen wir mal ab. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, denn gerade oben hier im Einlegeboden, da hat sich doch ein Haufen Flüssigkeit gesammelt, die durch das Backpapier nicht abgelaufen ist. Die brauchen wir aber mit Sicherheit auch noch für den Geschmack. Den Reis nehmen wir ebenfalls heraus mit Hilfe des Spatels. Das Ganze stellen wir jetzt zur Seite und kümmern uns um die Soße. Die Garflüssigkeit, die gießen wir natürlich ab.
und gebe nun die Zutaten hinein. Ich habe eine Dose stückiger Tomaten, die hier reinkommt. Die sind jetzt schon mit Kräutern gewürzt. Das heißt, ich werde jetzt etwas weniger würzen, als es vorgesehen ist. Aber ich sage euch, was ihr dann reinmachen sollt, wenn ihr ungewürzte Tomatenstücke nehmt. 100 Gramm Wasser braucht ihr auf jeden Fall. Dann Tomatenmark, 40 Gramm. Das hier ist der Rest unseres Basilikumbundes, den ich, wie gesagt, bereits gehackt habe, grob. Also der Rest ist die Hälfte, ne? Habe ich am Anfang, also eine Hälfte da und habe ich gesagt. Normalerweise jetzt ein ganzer Teelöffel Oregano. Ich bin da jetzt ein bisschen sparsamer, weil dieses Tomatenzeug ja schon mit Oregano gewürzt ist. 1,5 Teelöffel Salz müsste man reinmachen. Auch hier mache ich jetzt erstmal einen nur und würze zur Not nach. Ein klein wenig Pfeffer, selbstverständlich. Der kann rein, da ist also in den Tomaten keiner drin. Wiederum Paprikapulver, edelsüß, auch da ein Teelöffel. Da können wir auch genau das reinmachen, was im Rezept vorgesehen ist. Und noch eine Prise Zucker, muss auch ran. Ja, 2 Prisen Zucker. Schadet nichts. Das Ganze wird jetzt 3 Minuten in Stufe 1 gekocht auf 100 Grad. Und in der Zwischenzeit gebe ich das Gemüse mit dem Reis schon mal zusammen in eine Schüssel. Und dann sehen wir uns wieder. Und unsere Soße, die jetzt fertig ist, unsere Tomatensoße, müssen wir jetzt nur noch hier über den Reis und das Gemüse geben. Das Ganze jetzt miteinander vermischen. Das riecht wirklich sehr lecker, muss ich sagen. Auch wenn das jetzt gerade in dieser Glasschüssel etwas seltsam aussieht, aber es riecht echt gut. Und dann servieren wir das Ganze mit dem Zitronenhähnchen. Ich mache mir jetzt mal einen Teller fertig. Schau mal für euch, wie es schmeckt. Und dann hoffe ich, dass ihr das mal nachkocht zu Hause. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Ich glaube, mir hat dieses Gericht auch gut gefallen. Mir wird das auch gut schmecken. Es riecht wirklich fantastisch. Aber wir werden das gleich sehen in wenigen Augenblicken. Als erstes fällt mir auf, ich muss dringend diese Küche aufräumen. Hier ist. Aber naja, jetzt wird erstmal gegessen und probiert, damit ich euch sagen kann, ob es auch so gut schmeckt, wie es riecht und aussieht. Unser Sommerhähnchen, Zitronen-Sommerhähnchen mit Paprika und Tomatenreis. Ganz ehrlich, ja. Ich habe gedacht, das bisschen Zitronenschale, ob das wirklich das Aroma so zieht, das ist der Hammer. Es schmeckt wirklich, wirklich, wirklich gut. Der Reis. Sehr fruchtig durch die Tomaten, sehr würzig. Man kann da natürlich dann nochmal nachwürzen, aber ich habe das abgeschmeckt, muss man absolut nicht. Wie gesagt, mit den stückigen Tomaten, die jetzt schon vorgewürzt waren, hat das, was ich da reingemacht habe, auf jeden Fall gereicht. Das Originalrezept schreiben wir euch natürlich als PDF. Den Link gibt es in der Beschreibung. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zuschauen. Es macht euch noch mehr Spaß, wenn ihr das Ganze nachkocht. Und ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Video. Bis dahin sage ich Tschüss und guten Appetit.